Herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play, nämlich Let's Play StarCraft 2 Rings of Liberty. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was man groß ansprechen sollte, außer dass es ein Strategiespiel von Blizzard ist. Und boah, ich spiele nicht blind, ich habe es schon einmal gespielt und habe gerade auf die Uhr geguckt. Dann beginnen wir mal. Machen wir auf normal. Ich würde mir jetzt schwer und brutal auch schon zutrauen, aber wenn das dann doch Sachen sind, wo ich dann die ich nicht auf Anhieb schaffe, habe ich keine Lust, sie dann immer und immer und immer wieder zu machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei einigen Stellen das dann zigmal wiederholen müsste. Naja, dann auf mal normal. Glück auf. Marsara, Grenzwelt-Territorium der Liga, Koprol-Sektor, Kolosinier 2502. Joe Race, ja. Ladebalken. Imperator Arcturus Mengs hielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Und der Liga dabei große Mengen an Waffen und Material entwendet. Recht schön, bis auf der Kinn. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Der arme Fernseher. Ich glaube, das weiß er gerade selber. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. In StarCraft 1 hörte sich der Adjutant viel, viel jünger an. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Tja, einfacher Plan, zerstören sie den Liga-Außenposten. Was kriegen wir dafür? Finde Technologie, also Einheit. Space Marines. Quasi die Standardtruppen. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind, aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihm das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen. Entschuldigung, hier sind jetzt immer so Tipps für die Mission. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Das macht mir doch glatt. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. So. Wie ist der Plan? Strategiespiel ist halt wie Strategiespiele. Man
Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Schön weg. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Schlimm. Passt auf eure Arsch auf. Bewegung! Schön, normale Strategiesteuerung, links auswählen und so. Rechte Maske laufen. Und halt hier auch bewegen. Okay, hier also sind jedenfalls gut. Für mich sind hier die wichtigsten Knöpfe angreifen. Erläutere ich gleich nochmal. Und H für halten, falls man in feindliche Truppen reinrennt, dass man einfach dann stehen bleibt und die sich direkt verteidigen. Ja, zum Beispiel feindliche Truppen. Welchen zuerst? Keine Ahnung, drücken wir A. Dazwischen, die rennen los. Die töten alle. Bewache deinen Nächsten. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Manx lügt. Tor, wenn die grüne Schrift auf diesem Schild ich kann das sah, dann wird schon stimmen. Denke ich. Du kannst auf mich zählen. Raider, weiter. Wo sind die alle hin? Du kannst auf mich zählen. Klingt Enemy gut. Down. Nieder mit Man. Oh, ich glaube, die Pisten. Meine Familie. Weiter kam meine nicht. Nachbarn. Das sieht langsam richtig übel aus. Speichere. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Ja. Die Kavallerie ist da. War aber irgendwie auch ein halber Selbstmordkommando. So, ich versuche immer alle Bonusziele zu erfüllen. Es ist Rainer, der meistgesuchte Mann. Kein Opfer ist. Cool gemacht ist, wenn hier die, sag ich mal, die Leute was sagen und dabei aber sterben, dass die auch dann aufhören. Raiders zu sagen. Zeigt mir eure Freiheit. Oh, das ist gar nicht gut. Du kannst auf mich starke zählen. Männer bohren tief. Zeigen wir es ihnen. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Der sieht doof aus. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Stop. Das sind Stop-Schilder. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Du kannst auf mich zählen. Raiders Rock. Es gibt eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Danke, Rainer. Wir Enemy wussten, down. Dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Dann mal ich los. Ich kümmere mich drum. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Zeigen wir es ihnen. Dies ist Sperrgebiet. Auch gut gemacht ist, hier fällt halt ruhig, dann Angriff und die Sirenen gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Kugel kann. Das sind quasi die Transformers namens Vikings. Naja. Dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür.
Denkt dran, Mensch kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. So, das war die erste Mission und der erste Part von meinem Let's Play. Ich wollte schon mit Elder Scrolls sagen. StarCraft 2. Ja, drücken noch schnell auf Fortfahren. Und Schnitt.